EA Pro Productions liest Jules Verne, die Reisen und Abenteuer des Kapitän Hatteras, zweiter Band. Heute, 14. Kapitel, arktischer Frühling. Die Gefangenen waren erlöst. Ihre Freude sprach sich in lauten Ausbrüchen und lebhaften Dankesbezeugungen gegen den Doktor aus. Die verbrannten und zu keiner Anwendung mehr tauglichen Felle der Bären bedauerte der alte Johnson zwar, ohne dass dies indes seiner guten Laune besonderen Abbruch tat. Der Tag verging mit Wiederausbesserung des Eishauses, das merkliche Spuren von der Explosion davongetragen hatte. Man entfernte die von den Tieren herangewälzten Blöcke wieder und verschloss die Mauerfugen aufs Neue. Die Arbeit schritt, begleitet vom lustigen Gesang des Rüstmeisters, rasch vorwärts. Am anderen Tage besserte sich die Temperatur wesentlich und das Thermometer stieg infolge einer plötzlichen Drehung des Windes auf bis zu 15 Grad Fahrenheit über Null, minus 9 Grad Celsius. Eine so beträchtliche Differenz war an lebenden und toten Wesen sehr bemerkbar. Der südliche Seewind brachte die ersten Anzeichen des nahenden polaren Frühlings. Diese relative Wärme dauerte mehrere Tage an. Das Thermometer zeigte, geschützt von dem Winde, sogar 31 Grad Fahrenheit über Null, minus 1 Grad Celsius. Es traten Anzeichen von Tauwetter ein. Das Eis bekam Risse. Da und dort sprang schon etwas Salzwasser hervor, wie die Wasserstrahlen in englischen Parks, und einige Tage später strömte reichlicher Regen herab. Ein dichter Dunst lagerte über dem Schnee. Es war ein gutes Vorzeichen und verkündete die baldige Schmelzung der ungeheuren Massen. Die blasse Scheibe der Sonne färbte sich lebhafter und beschrieb längere Bögen am Himmel. Die Nacht dauerte jetzt kaum 3 Stunden. Ein anderes, nicht weniger bezeichnendes Symptom bildeten die in großer Anzahl wiederkehrenden Schneehühner, Polargänse, Regenvögel und Birkhühner. Die Luft ertönte nach und nach von jenem betäubenden Geschrei, dessen sich die Seefahrer noch vom vorigen Frühling her erinnerten. Hasen, welche man in großer Zahl schoss, erschienen an den Ufern der Bay, ebenso wie die arktische Maus, deren Bau eine Reihe regelmäßiger Zellen bildet. Der Doktor machte seine Gefährten darauf aufmerksam, wie fast alle diese Tiere ihre weißen Winterhaare oder Federn verloren und gegen die Sommerpelze oder Gefieder umtauschten. Sie machten selbst Frühling, während die Natur ringsherum ihre Nahrung in Form von Moos, Mohn, Steinbrech und Zwergrasen hervorsprießen ließ. Ein ganz neues Leben brach durch den verschwindenden Schnee hervor. Mit den unschuldigen Tieren kamen aber auch deren ausgehungerte Feinde wieder. Füchse und Wölfe trabten ihrer Beute nach. Und klägliches Geheul erscholl während der letzten kurzen Dunkelheit der Nacht. Der Wolf dieser Gegend ist unserem Hunde nahe verwandt. Er bellt wie dieser und so täuschend, dass sich auch die geübtesten Ohren, nämlich die der Hunderasse selbst, täuschen lassen. Man erzählt sogar, dass diese Tiere jene Kriegslist anwenden, um Hunde heranzulocken und diese zu verzehren. Diese Tatsache wurde ebenso in den Hudson Bay-Ländern beobachtet, wie sie der Doktor in Neuamerika bestätigen konnte. Und Johnson sorgte deshalb, dass die Hunde des Gespannes, die sich in dieser Schlinge hätten fangen können, nicht umherliefen. Was Doug betraf, so hatte dieser zu viele gesehen und war zu klug, um in den Rachen eines Wolfes zu laufen. Während 14 Tagen jagte man sehr fleißig und hatte bald frische Fleischvorräte in Überfluss. Man erlegte Schneehühner, Rebhühner und Schneeortolane, die eine leckere Speise boten. Weit vom Fort Providence brauchten sich die Jäger gar nicht zu entfernen. Man konnte sagen, dass das kleine Wild ihnen selbst vor die Flinte lief. Es belebte durch seine Gegenwart diese sonst so schweigsamen Gegenden ganz eigentümlich, und die Bay Victoria gewann ein ebenso ungewohntes, aus den Augen erquickliches Ansehen. Die 14 Tage nach dem ernsthaften Zusammenstoße mit den Bären wurden auf so wechselnde Art verbracht. Das Tauwetter machte sichtliche Fortschritte. Das Thermometer stieg auf 32 Grad Fahrenheit über Null, 0 Grad Celsius. Bergströme rauschten in den Hohlwegen und 1000 Wasserfälle bildeten sich an den Abhängen der Hügel.
Der Doktor räumte etwa einen Morgen Landes auf und säte darein Kresse, Sauerampfer und Löffelkraut, die eine so vortreffliche Heilwirkung beim Skorbut äußerten. Schon sprosten kleine grüne Blättchen aus der Erde auf, als der Frost plötzlich wieder die Oberhand in seinem Reiche gewann. In einer Nacht sank das Thermometer bei strengem Nordwind etwa 40 Grad bis auf 8 Grad Fahrenheit unter Null, minus 22 Grad Celsius. Alles war wieder gefroren. Vögel, Vierfüßler und Amphibien verschwanden wie durch Zauberschlag. Die Robbenlöcher schlossen sich wieder, die Risse verschwanden und das Eis bekam wieder die Härte des Granites, während die Kaskaden, in ihrem Herabsturz gehemmt, lange Kristallzapfen bildeten. Eine merkwürdige Veränderung des Anblickes ging in der Nacht vom 11. zum 12. Mai vor. Und als Bell am Morgen die Nase in diesen schneidenden Frost hinausstreckte, hätte er sie beinahe draußen gelassen. »Oh, über diesen Norden«, rief der Doktor etwas verdrießlich, »das ist so eine seiner Plagen. Nun werde ich mein Säen von neuem anfangen können.« Hatteras nahm die Sache weniger philosophisch. So sehr trieb es ihn, seine Untersuchungen aufzunehmen. Doch wohl oder übel musste er sich fügen. »Und werden wir diese Kälte lange Zeit haben?« fragte Johnson. »Nein, mein Freund«, antwortete Clawbonny. »Das ist gewöhnlich der letzte Anfall des Frostes. Sie wissen, dass er hier zu Hause ist, und ohne Widerstand lässt er sich nicht vertreiben.« »Er verteidigt sich wirklich gut«, warf Bell ein, sich das Gesicht reibend. »Jawohl«, bestätigte der Doktor. »Aber ich hätte das wissen können und meine Sämereien nicht wie ein Unwissender vergeuden sollen, zumal, da ich sie nötigenfalls in der Nähe des Küchenofens hätte treiben lassen können.« »Wie?« sagte Altamont. »Sie konnten diesen Temperaturwechsel voraussehen?« »Gewiß, und ohne deshalb Prophet zu sein. Ich hätte wenigstens meine Sämereien unter den unmittelbaren Schutz der heiligen Mamertus, Pankratius und Servatius stellen müssen, deren Namenstage auf den 11., 12. und 13. dieses Monats fallen.« »Können Sie mir beispielsweise sagen, Doktor«, rief Altamont, »welchen Einfluss die genannten drei Heiligen auf die Temperatur haben könnten?« »Einen sehr großen, wenn man den Gärtnern, welche Sie die drei Eisheiligen nennen, Glauben schenkt.« »Und wie das, wenn ich fragen darf?« »Weil gewöhnlich im Monat Mai ein periodisches Froststadium einfällt und der niedrigste Stand der Temperatur vom 11. bis 13. stattfindet. Das ist mindestens Tatsache.« »Das ist doch merkwürdig. Doch hat man eine Erklärung dafür?« fragte der Amerikaner. »Ja, sogar zwei. Entweder erklärt man es durch die Annahme einer größeren Zahl Asteroiden, die an diesem Tage zwischen Sonne und Erde vorüberziehen sollen, oder einfacher durch die Schmelzung der Schneemassen, welche eine große Menge Wärme bindet. Beide Erklärungen haben etwas für sich. Muss man die Richtigkeit derselben anerkennen? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich das auch nicht tue, durfte ich doch die Tatsache nicht außer Acht lassen und dadurch meine Pflanzungen in Gefahr bringen.« Der Doktor hatte recht. Mochte nun dies oder jenes die Ursache sein, die Kälte hielt bis Ende des Monats an. Die Jagd musste unterbrochen werden, nicht weil der Frost zu heftig gewesen wäre, als weil es nichts zu jagen gab. Zum Glück waren die Vorräte an frischem Fleisch bei weitem noch nicht erschöpft. Die Überwinternden waren also zu neuer Untätigkeit verurteilt. Während der nächsten 14 Tage, vom 11. bis 25. Mai, wurde ihr eintöniges Leben nur von einem einzigen Ereignis unterbrochen, einer schweren Krankheit, die Rachenbräune, welche den Zimmermann unerwartet überfiel. Bei den heftig geschwollenen Mandeln und den falschen Membranen, die darauf abgelagert waren, konnte der Doktor bezüglich der Diagnose nicht in Zweifel sein. Hier war er aber in seinem Elemente, und die böse Krankheit, die auf ihn gewiss nicht gerechnet hatte, wurde bald abgewendet. Die Behandlung Bells war sehr einfach und die Apotheke nicht weit. Der Doktor tat nichts weiter, als dass er den Kranken Eisstückchen in den Mund nehmen ließ. Schon nach einigen Stunden sank die Anschwellung zusammen und die falschen Membranen stießen sich los. 24 Stunden später war Bell wieder auf den Füßen. Als man sich über das Verfahren des Doktors wunderte, antwortete dieser: »Hierzulande sind die Halsentzündungen einheimisch, und das Heilmittel dagegen muss nahe dem Übel sein.« »Das Heilmittel und besonders der Arzt«, fügte Johnson hinzu, in dessen Augen der Doktor zu wahrhaft pyramidalem Ansehen stieg. Während dieser neuen Muße beschloss der Letztere, mit dem Kapitän eine wichtige Auseinandersetzung zu veranlassen.
Es handelte sich darum, Hatteras darauf zurückzuführen, dass der Weg nach Norden unternommen werden sollte, ohne eine Schaluppe, ein Kanu, ein Stück Holz mitzunehmen, um mit ihm die See- oder Meerengen zu überschreiten. Der Kapitän, der unbeugsam auf seinen Ideen beharrte, hatte sich ja in aller Form gegen die Erbauung eines Fahrzeugs aus den Resten des Papuas ausgesprochen. Es wurde demnach dem Doktor nicht leicht, jenes Thema anzufassen. Und doch war es wichtig, dasselbe gründlich bis zur Entscheidung zu behandeln. Denn bald musste ja nun der Juni die Zeit der größeren Ausflüge herbeiführen. Nach reiflicher Überlegung nahm er Hatteras endlich einmal beiseite und sprach zu ihm mit dem Ausdrucke sanfter Freundlichkeit. »Hatteras, halten Sie mich für Ihren Freund?« »Gewiss«, erwiderte der Kapitän schnell, »für den Besten, vielleicht für den Einzigen.« »Wenn ich Ihnen einen, wenn auch unverlangten Rat erteile,« fuhr der Doktor fort, »glauben Sie, dass ich das aus Eigennutz tue?« »Nein, denn das persönliche Interesse hat nie Ihre Handlungen bestimmt. Aber wohinaus zielen Sie?« »Erlauben Sie mir noch eine Frage, Hatteras. Halten Sie mich für einen ebenso guten Engländer als Sie und für ebenso ehrgeizig auf den Ruhm unseres Vaterlandes?« Erstaunt maß Hatteras den Doktor mit den Augen. »Ja«, erwiderte er und forschte mit den Augen nach dem Zwecke seiner Fragen. »Sie wollen bis zum Nordpol vordringen«, fuhr der Doktor fort. »Ich begreife Ihren Ehrgeiz. Ja, ich teile ihn. Aber um dieses Ziel zu erreichen, würden wir nichts Notwendiges unterlassen dürfen.« »Nun, habe ich bis jetzt nicht alles diesem Zwecke geopfert?« »Nein, Hatteras, Ihr persönliches Widerstreben haben Sie nicht geopfert, und noch jetzt sehe ich Sie die unumgänglichsten Hilfsmittel, den Pol zu erreichen, ausschlagen.« »Ah«, fiel Hatteras ein, »Sie wollen von jener Schaluppe, von jenem Manne sprechen.« »Hatteras, wir wollen ganz ruhig und kaltblütig verhandeln und die Sache von allen Seiten betrachten. Diese Küste, auf der wir den Winter zugebracht haben, kann unterbrochen sein. Nichts gibt uns einen Beweis, dass sie sich durch 6 Breitengrade bis zum Pole erstrecke. Wenn die Angaben, welche uns bis hierher führten, sich bestätigen, so werden wir während des Sommers eine große Fläche freien Wassers vorfinden. Nun, und wenn wir vor dem arktischen Ozean stehen, der frei von Eis, aber ohne Hindernis für die Schifffahrt ist, was werden wir beginnen, wenn uns die Mittel fehlen, darüber zu setzen?« Hatteras antwortete nicht. »Wird es Ihnen genehm sein, sich wenige Meilen vom Pole entfernt zu befinden, ohne bis dahin gelangen zu können?« Der Kapitän hatte den Kopf in die Hände sinken lassen. »Und nun betrachten wir die Frage einmal vom moralischen Standpunkt aus. Ich begreife, dass ein Engländer sein Vermögen, ja seine Existenz einsetzt, um England ein neues Lorbeerblatt zu erwerben. Aber weil ein Boot aus einigen von einem amerikanischen Schiffe genommenen Planken gezimmert worden ist, kann das die Ehre der Entdeckung schmälern? Und wenn Sie nun selbst hier ein verlassenes Schiff aufgefunden hätten, würden Sie Anstand genommen haben, sich seiner zu bedienen? Kommen nicht dem Chef einer Expedition allein die Früchte des Erfolges zu? Und ich frage Sie noch, wird dann diese Schaluppe, welche 4 Engländer erbauen und 4 Engländer bemannen, wird sie nicht vom Kiel bis zum Deck eine englische sein?« Hatteras schwieg noch immer. »Nein«, nahm der Doktor wieder das Wort, »sprechen wir offenherzig. Nicht die Schaluppe liegt Ihnen am Herzen, sondern der Mann.« »Ja, Doktor, ja«, erwiderte der Kapitän, »dieser Amerikaner, der meinen ganzen englischen Hass wachruft. Dieser Mann, den das Schicksal mir in den Weg werfen musste.« »Um Sie zu retten?« »Um mich zu verderben. Mir scheint es, als hänsle er mich, als rede er hier als Herr und Meister, als bilde er sich ein, mein Geschick in der Hand und meine Pläne erraten zu haben. Bekannte er nicht schon Farbe, als es sich darum handelte, diese neuen Länder zu taufen? Hat er je eingestanden, was er in diesen Breiten überhaupt vorhabe? Sie werden mir nicht einen Gedanken, der mich martert, nehmen können, nämlich den, dass er der Chef einer von der Unionsregierung auf Entdeckungsreisen ausgesendeten Expedition ist.« »Und wenn das wäre, wer beweist, dass diese Expedition auch den Nordpol zum Ziel hatte? Kann Amerika nicht ebenso gut wie England die nordwestliche Durchfahrt suchen? Jedenfalls kennt Altamont ihre Absichten nicht im Mindesten. Denn weder Johnson, noch Bell, noch Sie, noch ich haben vor ihm je ein Wort davon gesprochen.
Nun gut, so möge er sie auch nie kennenlernen. Das wird nicht angehen, denn wir können ihn doch nicht alleine hier zurücklassen. Warum das nicht? Fragte Hatteras mit einer gewissen Heftigkeit. Kann er nicht hier im Fort Providence wohnen bleiben? Da würde er schwerlich zustimmen, Hatteras. Übrigens, diesen Mann zu verlassen, den wiederzufinden wir bei der Rückkehr nicht einmal sicher sind, wäre mehr als unklug. Es wäre unmenschlich. Artemann wird mitkommen und muss es auch. Da es aber unnütz wäre, ihm jetzt Gedanken beizubringen, die er noch nicht hat, so sagen wir ihm auch nichts, sondern bauen eine Schaluppe, die scheinbar zur Erforschung dieser neuen Ufer bestimmt ist. Noch vermochte Hatteras nicht, auf die Ideen seines Freundes einzugehen. Dieser erwartete vergeblich eine Antwort. »Und wenn dieser Mann die Zerstückelung seines Schiffes nicht zugäbe?« sagte endlich der Kapitän. »In diesem Falle wäre das volle Recht auf Ihrer Seite. Sie würden trotz seines Widerspruches eine Schaluppe bauen lassen, und er hätte keinen weiteren Anspruch.« »Gebe der Himmel, dass er es abschlägt«, rief Hatteras. »Vorher aber«, erwiderte der Doktor, »ist eine Anfrage nötig. Ich erbiete mich, diese zu stellen.« Wirklich brachte noch denselben Abend, beim Essen, Clawbonny das Gespräch auf gewisse Projekte zu Ausflügen während der Sommermonate, wobei die Küste hydrographisch aufgenommen werden sollte. »Ich denke, Sie werden sich uns anschließen, Altamont«, sagte er. »Gewiss«, antwortete der Amerikaner. »Wir müssen doch wissen, wie weit sich Neuamerika erstreckt.« Hatteras sah seinen Nebenbuhler, als dieser so sprach, scharf an. »Und dazu«, fuhr Altamont fort, »müssen wir aus den Resten des Popoirs den besten Nutzen zu ziehen suchen. Wir wollen eine feste Schaluppe bauen, die uns weit tragen kann.« »Sie hören es, Bell«, sagte lebhaft der Doktor. »Von morgen an gehen wir ans Werk.« »Ich